Hallo Freunde, heute zeige ich euch, wie man ganz einfach ein Yin und Yang Symbol erstellen kann. Dazu ziehe ich einen Kreis auf und halte dabei die Steuerungstaste gedrückt. Und um das Ganze zu vereinfachen, erstelle ich ihn in einer Größe von 100 x 100 mm. Dann dupliziere ich den Kreis noch, färbe ihn schwarz und gehe hier auf dieses Symbol. Und dann klicke ich auf den runden Punkt rechts außen. Und fahre den Pfad bis zum gegenüberliegenden Punkt entlang. Und jetzt drehe ich ihn noch einmal. Und positioniere ihn dann wieder korrekt an dem anderen Kreis. Jetzt ziehe ich einen Kreis auf, der 50 x 50 Pixel groß sein wird. Und schließe diesen, damit er nicht so offen ist wie der vorherige. Diesen dupliziere ich jetzt noch einmal. Und färbe ihn weiß. Jetzt gruppiere ich hier die ganzen Kreise. Und erstelle einen weiteren Kreis, der 12 Pixel groß sein wird. Beziehungsweise 12 mal 12 mm. Den färbe ich schwarz. Dupliziere ihn. Und färbe das Duplikat weiß. Und hier sind alle Undock-Varianten eingestellt. Das heißt, der Punkt geht automatisch an die symmetrisch perfekte Stelle. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich natürlich auch über jeden Like und jeden Kommentar. Lasst auch gerne ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Mal. Und wer noch mehr über Inkscape lernen will, erster Link ist in der Beschreibung.